die Sonne. Ich liebe Udo Jürgens und am 10. Juni singe ich seine Songs in Berlin im Ballhaus Wedding. Und du kannst dabei sein, aber die Tickets sind begrenzt. Unten in der Infobox findet ihr den Link. Also schnell klicken und Tickets sichern. Und jetzt geht's los mit der Web-Talk-Show. Ich freue mich immer, wenn ich diese Schauspielerin sehe. Und jetzt ist sie mit einem fantastischen Cast, mit einer neuen Serie am Start. Im ZDF gibt es Wendehammer und sie ist eine der weiblichen Hauptdarstellerinnen. Herzlich willkommen, Maike Droste. Wie geht's dir und wo bist du? Das war aber eine sehr schöne Anmoderation, Nico. Vielen Dank. Mir geht's gut und ich bin in Berlin und ich hoffe, dir geht's auch gut. Und ich freue mich, dass wir uns mal wiedersehen. Das ist ja lange her. Ja, ich freue mich auch. Wir haben uns damals gesehen zum... Oh, wie hieß denn der Film? Der Titel war so kompliziert. Mackie Messer, Brechts Drei-Groschen-Oper. Genau, ja, sehr viele Worte. Und ich habe dich damals das erste Mal dort wirklich wahrgenommen. Und ich habe gedacht, oh, ist das eine krasse Schauspielerin. Und die lächelt gar nicht. Und was du da alles Krasses gespielt hast. Und dann im Nachgang habe ich erfahren, dass du eine sehr humorvolle Schauspielerin bist, eigentlich eher lustigere Rollen hast. Und ich so, Maike Droste, seid ihr euch sicher? Aber darüber reden wir gleich. Wir reden erstmal über Wendehammer. Was ist das bitte für eine schöne Serie? Und was hast du für tolle Frauen um dich herum mit dabei? Ach, die fantastische Alice Dwyer, die war hier auch schon zu Gast, großartig. Auch Frederik Linke war schon hier zu Gast. Zwei fehlen noch, Susanne Höcke und Elmira Rafizadeh. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Ja, das klingt wahnsinnig professionell. Und endlich ist es mal wieder soweit, dass wir in Deutschland eine Serie haben mit einem reinen Frauen-Hauptdarstellerinnen-Cast. Und ihr seid so witzig. Wer jetzt von Wendehammer noch nichts gehört hat, Maike, worum geht's bei euch? Es geht um, was du schon gesagt hast, das Wichtigste, fünf Frauen. Vier Frauen, die sich schon sehr lange kennen. Die fünfte kommt dazu, gespielt von Alice Dwyer. Die zieht neu in den Wendehammer. Und es geht einerseits um diese Frauenfreundschaft, die sich ja, seit der Schulzeit kennen. Jetzt sind alle um die 40, also schon eine ganze Weile. Und diese Frauenfreundschaft verbindet ein Geheimnis, was ich natürlich nicht spoiler, wie meine Kinder sagen würden. Und dann geht es noch jeweils um die jeweiligen einzelnen Frauencharaktere und ihr Leben. Also es gibt wirklich, es ist viel zu sehen in dieser Serie. Definitiv. Und das Spannende ist, wie sich dieses Geheimnis, worum es geht, immer weiter entfaltet. Und es beginnt ja damit, da ist so ein See. Und da scheint ein wenig das Wasser zurückzugehen, aus diversen Gründen. Und man sieht nach und nach jede Frau, wie sie das panisch irgendwie, aber nur über den Blick, panisch registriert. Und dann treffen sie sich. Und das ist wirklich so schön erzählt. Und deine Figur heißt Maike. Jetzt frage ich mich, hast du dich gefreut, dass der Name ja dann gut passt? Oder hast du gedacht, oh nee, lieber ein fiktiver Name? Tatsächlich ist das eine interessante Frage. Ich fand es erstmal wirklich richtig komisch, als ich zum Casting ging. Maike, Maike, auch noch Maike geschrieben wie Maike, so wie mein privates Maike mit EI. Und dann habe ich mich so ein bisschen versucht, damit anzufreunden. Und dann war so kurz vor Drehbeginn, hieß es auf einmal, wir könnten sie auch noch umnennen. Und dann habe ich aber gesagt, nee, wartet mal, also jetzt habe ich mich irgendwie damit abgefunden und versucht, mich damit zu beschäftigen. Jetzt muss die bitte auch so heißen. Aber es ist wirklich was Komisches, weil man durch den Namen doch merkt, wie wenig Abstand man dann bekommt von sich. Ich meine, für alle anderen war es natürlich wunderbar einfach, ne? Absolut. Was meinst du, die ganzen Leute am Set waren immer total froh. Ach, Maike, können wir uns merken. Und Maike hat ja eine ganz besondere Herausforderung, eine tolle Heldinnenreise vor sich, ohne zu sagen, wie sie ausgeht, natürlich nicht, entwickelt sie aus unterschiedlichen Gründen so ein bisschen das Ziel, Bürgermeisterin zu werden und wird dann anfangs schon sehr enttäuscht, weil ihre Freundinnen jetzt nicht ganz so euphorisch sind wie sie. Wie ist denn das bei dir, wenn jetzt jemand in deinem Umfeld, ich meine, wir sind in Berlin, hier gibt es viele Möglichkeiten, Bürgermeisterin zu werden. Absolut. Wenn jetzt jemand sagt, du, ich glaube, ich will Bürgermeisterin werden, würdest du supporten oder wärst du so der Typ, der sagt, lass uns da nochmal drüber nachdenken. Du meinst jetzt bei engen Freunden? Ja. Ich tatsächlich finde, eine ganz große Qualität von Freundschaft ist, dass man sich kritisch auseinandersetzt. Also ich würde, wenn ich jetzt bei jemandem das Gefühl hätte, kann ich mir gar nicht vorstellen, würde ich sagen, kann ich mir wirklich gar nicht vorstellen, erklär mir mal warum. Und ich glaube tatsächlich bei Maike, diese Enttäuschung, die du angesprochen hast, kommt auch daher, dass sie ja mit was konfrontiert wird, was sie selber auch weiß und sich denkt, ich kann es sowieso nicht, ich kriege das nicht hin.
Und anstatt, dass ihr jemand ehrlich sagt, ich glaube, wir müssten da daran und daran arbeiten oder du müsstest mal darüber nachdenken, stattdessen wird so sozusagen irgendwie stillschweigend gezeigt. Ich glaube, das ist eher die Verletzung, die bei ihr passiert. Und ich glaube, ich würde versuchen, also ich hoffe es, Bürgermeister hat mir noch nie jemand gesagt, dass das werden möchte, dass ich mich trauen würde, ehrlich meine Meinung kundzutun. Das wünsche ich dir auch. Dass du das dann machst. Und bei den Ladies im Wendehammer gibt es halt wirklich die abgefahrensten Geschichten von, gibt natürlich Sex, es gibt sehr viel Sex, es gibt Crime, es gibt Drama, es gibt große Gefühle. Und was ich schön fand, ist, die Frauen sind alle vielschichtig. Es ist nicht nur ein Problem, es sind auch nicht nur zwei Probleme. Und man guckt diesen Frauen halt zu, wie sie zwischen Freundschaft und wir müssen etwas geheim halten und wir brauchen trotzdem Hilfe und die Gefahr rückt näher, immer noch schaffen, menschlich zu bleiben. Also nicht nur Stereotyp irgendwie zu agieren. Also das hat mich sehr, sehr, sehr gefreut. 6 Folgen gibt es insgesamt. Ich finde tatsächlich eine wirklich schöne Qualität, dass es sich keinem speziellen Genre zuordnen lässt. Also es ist eine Mischung aus Drama, Mystery, Comedy, und eine Abbildung von Alltag. Also es ist, finde ich, wirklich keinem speziellen Genre zuzuordnen, was ich sehr gut finde. Und das Zweite, das, was du eingangs gesagt hast, dass es viel zu lange und viel zu selten im deutschen Fernsehen Serien gab, Ensemble-Serien gab. Also ich finde, eine ganz große Qualität ist, dass es eine Ensemble-Serie ist. Ich komme vom Theater, liebe Ensemble. Und das Dritte ist, dass es dass Frauen die Hauptrolle spielen, was ja jetzt im Jahr 2022 mal langsam so in Angriff genommen wird, aber immer noch viel zu wenig. Und es ist nach wie vor auch, vor allem finde ich auch gerade Frauen in unserem Alter, also Alice ist ja ein bisschen jünger, aber wir anderen sind alle ungefähr gleich alt, das ist nach wie vor eine Ausnahme. Und das finde ich ist ein sehr guter Grund einzuschalten. Also, Wendehammer, ZDF Mediathek, unbedingt gönnen, wirklich, es ist, da ist alles drin. Da ist alles drin. Und natürlich muss ich mit dir über Mord mit Aussicht sprechen. Denn tatsächlich war es ja so, als dann Leute zu mir gesagt haben, Maike Drosten, die ist doch so witzig. Und dann habe ich ewig Mord mit Aussicht nicht gesehen. Ich wusste, dass es das gab. Ich wusste, dass es hardcore erfolgreich. Aber irgendwie hat mich dieser Zug nicht gestriffen. Und dann hatte ich Caroline Peters im Interview. Und die Reaktion auf dieses Interview, diese Mord mit Aussicht Fanbase, die ist in einer Euphorie ausgebrochen, dass ich gedacht habe, okay, jetzt schaue ich mal rein. Jetzt schaue ich mal rein und dann habe ich reingeschaut und dann habe ich Bärbel Schmid kennengelernt. Was fühlst du, wenn du diesen Namen hörst? Was ich da fühle, ja, die hat mich einfach sehr lange begleitet. Ne? Wir haben ja 2007, also anno Dunnemal, vor 16 Jahren jetzt, zum ersten Mal gedreht. Ich habe mir dafür, ich hatte so lange Haare und habe sie dafür so kurz schneiden lassen. Mit der Maskenbildnerin zusammen haben wir uns das überlegt und dem Regisseur. Und dann haben wir von 2007 bis einschließlich 2013, also von 2007 bis 2010 sozusagen alle 2 Jahre und dann glaube ich ab 2011 jährlich gedreht und immer über eine lange Zeit. Also wir haben ja insgesamt 39 Folgen gemacht und das ist natürlich, es war meine, ich habe davor einen Kinofilm gedreht in Bayern und es war sozusagen meine zweite große Rolle, die ich überhaupt vor der Kamera spielen durfte und ich habe irrsinnig viel gelernt dabei, muss ich sagen, weil man wirklich ja auch eine Menge an Drehtagen einfach hatte und so eine Figur über so eine lange Zeit, auch über mehrere Jahre weiterzuentwickeln oder zu gucken, wie entwickelt sie sich weiter, wie geht's weiter. Das ist natürlich ein ganz großes Geschenk. Also ich bin in erster Linie dankbar dafür. Und auch von Bjarne und Caroline, wir zu dritt, finde ich, wir waren wirklich ein gutes, sehr spezielles Team. Und ich durfte da sehr viel lernen. Deswegen fühle ich in allererster Linie, ich fühle tatsächlich 2 Dinge, Dankbarkeit und dann fühle ich aber auch gleichzeitig irre viel Arbeit. Also wir haben da wirklich alle auch irre viel Arbeit reingesteckt. Also alle diese Kleinigkeiten, warum das so eine große Fanbase hat, kann man schon sagen, weil das mir viele Fans gesagt haben, alle Kleinigkeiten, die wir spielen, von der Bonbon-Schublade in der Wache angefangen bis zu den Blicken zwischen uns, von den Tempi-Sachen, das sind ja alles Sachen, die wir entwickelt und erarbeitet haben, mit Freude, aber auch mit viel Zeit und Schweiß.
Gefühlt läuft es immer. Es läuft immer und überall. Und dann ist es noch auf Netflix. Exakt. Dann kam ja die Nachricht, Mord mit Aussicht kehrt zurück und alle nur so, yeah. Und dann kam raus, ohne die drei, die man jetzt erwarten würde. Aber mit allen anderen. Also der Kosmos Hengersch bleibt, aber die Hauptdarstellenden, die wir kannten, sind nicht mehr da. So, dann habe ich gesehen, dann kamen die Neuen. Katharina Wackernagel war auch schon hier, hat erzählt. Aber auch Petra Kleinert war hier, die wir natürlich alle als Heike Schäfer kennen. Und sie hat auch beschrieben, das ist jetzt was ganz anderes. Das heißt, es macht die Erinnerung von damals ist eine andere Serie als das, was sie jetzt machen. Weil es, wie du ja auch sagst, es liegen gefühlt also so viele Jahre dazwischen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und ich weiß nicht, ob du reingeschaut hast. Hast du die neuen Folgen gesehen? Ich habe nichts gesehen. Ich habe tatsächlich nichts gesehen und kann dazu nichts sagen, weil ich es mir ganz ehrlich wirklich nicht angeguckt habe. Hat man dir mitgeteilt, wie es mit deiner Figur weiterging? Mich hat neulich, auch im Zuge von Wendehammer, erzählte mir ein Journalist, und ich möchte eigentlich tatsächlich wirklich nicht viel über Mord mit Aussicht reden, aber der hat mir erzählt, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass Bärbel vom Dienst suspendiert wurde, weil Dietmar ist gestorben aufgrund meines Verschuldens. Ist das richtig? Gebe ich so richtig weiter? Das ist das Einzige, was ich weiß. Okay, aber dann reden wir nicht weiter drüber. Dann reden wir über Das Leben ist kein Kindergarten. Ah ja. Da spielst du mit Oliver Vnuk zusammen. Er war hier, um drüber zu sprechen. Und ich habe ihm direkt gratuliert, dass er dich an der Seite hatte. Ah, wie schön, danke. Du bist da die Juliana. Und jetzt gibt es ja so viel gute Unterhaltung auch mittlerweile im deutschen Fernsehen, dass ich mir vorstellen könnte, dass manche davon noch gar nichts gehört haben. Was passiert denn bei Das Leben ist kein Kindergarten? Wir haben jetzt gerade den dritten Film abgedreht. Also es gibt zwei Filme bisher, 92 Minuten. Und Oliver Vnuk spielt den Freddy. Freddy, Das Leben ist kein Kindergarten. Ein Kindergärtner. Und ich spiele, wie du sagtest, Juliana, seine Ehefrau, eine Ärztin, eine Kinderonkologin. Und es geht, glaube ich, um die Probleme, die ganz viele Familien nicht nur in Deutschland, sondern weltweit kennen. Wir erzählen eine deutsche Geschichte, also bei uns in Deutschland. Wie kriegt man Familie und Karriere unter einen Hut? Und wie kann man ein Paar erzählen, was sich sehr liebt und trotzdem große, unterschiedliche auch Fragen und vielleicht Anschauungen über das Leben hat und haben? Und man guckt so einer Familie beim, ich würde sagen, man guckt einer Familie beim Leben zu. Und das fand ich toll. Und deine Figur, ich meine, man kann nicht alles sehen, das gab es bestimmt schon mal irgendwann, aber bei deiner Figur hatte ich den Eindruck, geil, diese beiden Erwachsenen reden erwachsen miteinander. Und zwar auf Augenhöhe. Und da hat dann, ist es manchmal so, manchmal hat man in Diskussion hat einer oder eine eben einfach bessere Argumente. Und das wurde meiner Meinung nach geil dargestellt. Tolle Dialoge, gutes Buch, spannend. Und da habe ich mich sehr gefreut, dass es weitergeht. Und ich hoffe, dass es da vielleicht auch mehr gibt. Und ich glaube, das hoffen auch ganz viele nach dem Wendehammer. Jetzt frage ich mich natürlich, ob das schon eine Option ist, über die mal laut gesprochen wurde. Oder ist das vielleicht in sich so abgeschlossen, dass du sagst, Dankeschön, nächstes Projekt. Das sind ja immer so Sachen, die gar nicht so erst in erster Linie mit uns Spielern zu tun haben, sondern da sind ja sehr, sehr viele Entscheidungsträger, die ihr eigenes System haben, was ich, glaube ich, bis heute auch nicht so ganz begriffen habe. Aber bei Wendehammer sieht es wohl so aus, als würden wir noch mal 6 Folgen drehen. Aber da ich jetzt auch schon fast 20 Jahre in dem oder über 20 Jahre in dem Beruf bin, denke ich mir, ich warte mal ab, bis ich irgendwo stehe und eine Kamera an ist, dann glaube ich es erst. Aber es wurde zumindest schon angedacht und drüber geredet, das schon. Und damit ihr mal gehört habt, wer hinter der Kamera so tätig ist bei Wendehammer, gibt es hier ein paar Namen. Autorin Alexandra Maxeiner, darf man nicht vergessen, weil ohne sie gäbe es das Ganze gar nicht. Absolut. Regie führten in den ersten 3 Folgen Esther Amrami und in den zweiten Sinan Akkus. Und die Produzentin ist Heike Forster und die Producerin Diana Huck. Und ich freue mich immer, wenn so viele Frauen tätig sind. Und ich freue mich, dass sich das deutsche Fernsehen da in die richtige Richtung entwickelt. Wendehammer gibt es in der ZDF-Mediathek. Wirklich, gönnt es euch. Es macht sehr viel Spaß und es hat einen tollen Soundtrack. Und neben ganz vielen tollen Schauspielerinnen ist mit dabei Maike Droste. Vielen Dank für deinen Besuch in der Web Talk Show.
Ich danke dir für deine Zeit, Nico. Sehr gerne. Und du hast jetzt noch eine unglaubliche Möglichkeit. Die hattest du beim letzten Mal nämlich nicht, weil wir keine Zeit mehr hatten. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal unbedingt sagen wolltest. Und ich bin sehr gespannt, was das gleich sein wird. Du hast noch ein paar Sekunden Zeit, darüber nachzudenken. Für euch da draußen gilt, die Welt kann und muss ein schönerer Ort werden. Und wir haben es eben gesehen, wenn es zum Beispiel Sachen gibt, die man einfach abschließt in der Vergangenheit, die einen guten Platz haben, dann muss man die auch nicht jedes Mal hervorholen. Ihr kennt bestimmt auch diese Leute, die immer sagen, weißt du noch, damals, und dann erzählen die irgendwas, man denkt so, oh Gott, wann vergisst das endlich mal jemand? Deswegen respektiert bitte, wenn Leute über bestimmte Sachen einfach nicht reden wollen. Ist ganz einfach, weil das will man ja für sich selber auch. Ne? Ist ja eigentlich easy. Wir sehen uns morgen, wie jeden Abend zur Web Talk Show, und jetzt die heutigen Abschlussworte von Maike Droste. Bis dann. Das ist ganz schwierig, Nico. Das sind die schwierigsten Fragen, die immer so kommen. Also ich rede jetzt ein bisschen länger in die Kamera, weil es fragen einen ja auch öfter mal Journalisten, was wolltest du immer schon mal gefragt werden? Und da geht es mir ja wie allen anderen Menschen auch, glaube ich, dass das Leben ja immer so und so und so geht und immer begegnen einem neue Sachen, alte Sachen. Ich bin nie so festgelegt, dass ich mir was überlegt habe, was immer schon sein musste, und dann musste es kommen. Deswegen, als Nico mich fragte, was willst du denn unbedingt schon mal in die Kamera sagen, sprach mir der Schweiß aus, innerlich natürlich nur. Und ich dachte, oh Gott, was sage ich denn jetzt? Ich muss was ganz Kluges sagen, ich muss was ganz Lustiges sagen. Und ich glaube, ich sage einfach mit Wittgenstein, dass Unausgesprochene ist ja im Ausgesprochenen schon enthalten. Das ist ein kleines Rätsel.